Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier in Ellengard. Ja, die Haferernte beginnt und ich fahre mal raus im Feld. Ja, halb sechs normalerweise sind noch nicht trocken. Das muss ja eine gewisse Trockengradreife haben, unter 40%. Also 14, 13, 9 oder 14. Dann ist es lagerfähig. Ist es nasser, dann ist es nicht lagerfähig. Und dann muss entweder gewartet werden oder muss getrocknet werden. Getrocknet wird eher vermieden, weil es zu teuer ist. Und nur in dem Falle, wenn zum Beispiel ja, die Ernte verloren gehen würde, ne? Also das ist im Prinzip dann eher der Schaden größer wäre als zu nutzen, ne? Aber bei den aktuellen Preisen wird man eher auf Trocknen verzichten. Nur bei Früchten, die halt nicht anders gehen, ne? Beim Mais zum Beispiel, Körnermais, da ist es ja notwendig. Geht ja gar nicht anders. Das geht jetzt gut. Ja, die kleinen Felder machen wir selber, ne? Machen wir zwei Vorgewände. Gehen. Das dürfte das Gras auch reif sein, denke ich mal. Aber das machen wir neben. Ja. Erstmal nicht. Könnte man die Ballenpresse mal testen, ne? Aber das wäre Quatsch. Vielleicht machen wir hier. Ja, auch Quatsch. Rohverkauf, naja. Ja, das Silo ist noch nicht reif. Also, das muss man ein bisschen warten. Auch nicht gegärt, das kann 86%. Das wird heute nichts. Späten Abend oder abends vielleicht. Ob es hier noch wirklich gibt? Ich glaube schon. Nicht gut. Ich werde die Großrunde fahren. Ich gar nicht hier. Wie sieht die Werte aus überhaupt? Der Ertrag ist gut. Perfekt. Dunkelgrün ist wirklich perfekt. Ah, früh gelobt. Schon mal an der Boden, der jetzt kommt. Aber das passt schon so. Jetzt, wenn das orange wird oder rot, dann ist es. Wir konnten ja alles machen, was wir machen wollten. Ne? Vom Düngen halten. Glück habe ich jetzt hier nicht. Aber jetzt wird es ein bisschen weniger. Ich fahre jetzt ja mal geradeaus. Normalerweise wollte ich später hier das alles zusammenlegen. Das Gerstefeld gepflügt worden wäre, wenn ich jetzt dann ziehen würde. Aber gleich ranfahren und leer machen. Machen wir Sprung, ne? Bin ich. Hier. Ah. Der Zug ist da. Ja, Lokführer, ne? Wer wollte als Kind nicht Lokführer werden? Ja, zu meiner Zeit war damals oder mächtig elektrifiziert. Vorher von vielen Dieselloks, jetzt und später von ja, Elektrozüge. Runde auch
Diesel einsparen, ne? Das war ja der Hauptgrund dafür. Den Strom haben sie über Kohlekraftwerke erzeugt. Das war für die Umwelt nicht gerade ideal, aber wenn du auf Kosten ausgehst und einfach importieren darfst und kannst. Das Problem werden wir auch bald kriegen, ne? Du musst ja, wenn du was einkaufen willst, vorher was verdienen. Das wird ja nichts. Bei uns war das nichts. Jetzt genauso weit wie zu DDR-Zeiten. Wenn du keine Devisen hast, dann bist du armer Hund. Nichts mehr Urlaub im Ausland. Wenn die Industrie weg ist, die große, da hängt ja auch das ganze System dahinter. Ne? Also hier. Ja, der Mittelstand, sagen wir so, ne? Zum Stahlindustrie oder dergleichen, ne? Also das ist alles. Tja, wo kann man ja Stahl kaufen? China. Wie gesagt, die verschenken auch nichts, die wollen auch dafür haben. Wenn du keinen hast. Keine harte Währung, dann bist du arm dran. Da ist er. Als wir Urlaub machen im eigenen Land, mehr oder weniger. Wenn die Währung so schwach ist, man auch eintauschen kann, ne? Wäre bei uns früher nicht möglich. Mit der Zeit eintauschen, das war nicht vorgesehen. Also wenn die Währung so schwach ist, dann ist das Urlaub im Ausland außerhalb der Eurozone dann entsprechend teuer. Das heißt, ja, hast du dann, was hast du dann, ne, als Gegenwehr, ne? Holen sie alle auf, ne? Vor allem, wenn sie kostengünstiger sind. Das ist ja der springende Punkt. Das sieht ganz gut aus hier im Ertrag. Muss man hier anhalten. Mal sehen, wer es kaufen will, ne? Für einen guten Preis. Aber erstmal fahre ich in eigene Lage. Da oben überhaupt frei, kann man überhaupt gut fahren. Stroh so hart, aber das ist. Überfahren soll man ja normalerweise nicht. Wird es ja an die Erde angedrückt und dann wird es ja irgendwann nass. Ne? Immer eher werden nachher was Neues starten, wenn man ein neues, ja, was Neues nehmen, ne? Früher ein neuer Anfang in Thüringen. Mein Arbeitskollege kurz begeistert war. Na gut, er hat ja gesagt, dass er seine Karten
die großen Karten nicht sein Fall ist. Das ist ja, weil es ist ja so, dass man alle Geschmäcker ja nie treffen kann. Ich persönlich lieber die großen Karten. Wenn die 16-fach nicht so schwierig zu spielen wäre von der Leistung her, würde ich auch 16-fach sofort starten. Aber das ist ja ein bisschen abwehrtechnisch grenzwertig, nicht? Dafür ist der NS nicht ausgelegt, das ist ja unser Problem. Ah, Gras ist reif, hätte ich gedacht. Muss warten, erstmal Hafer. Hafer geht vor. Gras kann warten. Ich werde gleich links rumfahren. Okay. Und dann kriegen wir alle Felder zum gleichzeitig. Ja, dunkelgrün ist gut. Das gefällt mir. Ich lag ja nebenbei hier vor dem Marsch hoch. Weil nachts habe ich halt die besten Akkuzeiten zur Zeit. 25, da kann ich ja kaum noch träumen. 27, 30, das ist schon richtig gut. Klar, Zahl tut 50. Schon ein bisschen sauer, deswegen, dass die dort nicht den Mehrtarif anbieten und dann auf Höhe abkassieren und dann haben sie Probleme, mit denen man eine Mail schickt. Wenn ich mir Brot kaufe, dann ist sofort 500 Gramm, dann kriegt alle auch noch 500 Gramm. Ne? Und wenn ich ein Netz habe, mit, wo ich 50 MB, ja, das geht ja um Upload. Ne? Also Download wäre nicht frage, schon ein bisschen weniger wäre. Wie gesagt, Upload 50, das ist bei Beachhochladen fast ein Muss. Sonst dauert das Ewigkeiten. Das ist dann nicht so berauschend. Ne? Ja, meist nur Samstagvormittag oder Sonntagvormittag hochladen, nebenbei noch bearbeiten. Wenn das dann derzeit nicht hochgeladen ist, kann ich nicht weiter bearbeiten. Hab ich getut, ne? Das ist ja das Problem. Geht ja um die alles ausfüllen und so, ne? Texte, Titel, Bild muss hier hochgeladen werden. Wenn das nicht hochgeladen, nicht bearbeitet, nicht hochgeladen ist, kann ich dann nicht anfangen. Macht zwar ab und zu mal, dass alles einmal hochgeladen wird, ist aber nicht so günstig. Obwohl heute ist das nicht so tragisch. Heute kannst du ein Upload weitermachen, wenn es mal schief geht. Ne? Wenn das bei 70% Rechner abstürzt, dann kannst du wieder neu starten. Upload, das ist nicht so ganz so tragisch. Aber es wäre doch ärgerlich, wenn es nicht geht, ne? Der ist ja mehr eigentlich noch online gemacht. Steckt ja am Rechner auch nicht drin. So kriegen wir alles rein oder nicht? Ja, auf. Sollte eigentlich noch Platz sein. Erste Runde ist geschafft. Der Freitag wird geschafft, ne? Schon mal ein schönes Wochenende. Ja, ich vergesse, ne? Ist aber keine Absicht. Normalerweise ja, das Beste, was ich wünschen kann, ne?
Und besonders schön, wenn man es zur Feierabend hat und da kommen noch einige zur Arbeit. Das ist ja so, Schichtwechsel ist ja halt so, ne? Runter würde ich früher anfangen. Eine Menge arbeiten. Aber das Kollege hat Urlaub, dann kann ich das tun. Dann ist es sogar erwünscht. Ja, ich werde bald der größere Drescher besser, ne? War ja mal Angebot gewesen. Ihn auch gekauft. So, das sollte schon vorne gewesen sein. Ich sage euch schon Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao. Tja, morgen Hafer und irgendwann übermorgen. Tschüss, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss.